Weiß eigentlich einer von euch, wo Rebecca steckt? Sorry, hab ich total vergessen. Sie lässt sich entschuldigen, sie muss noch was besorgen für den Empfang der Prinzessin von Waldenstein. Ah ja. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, Ansgar und Tanja haben wohl auch andere Pläne. Wie schade, ich habe sie schon so vermisst. Hm. Und ich erst, so sehr wie einen grippalen Infekt. Ja, Carla, was machen eigentlich die Vorbereitungen für morgen? Gibt es irgendwelche Schreckensmeldungen? Gott sei Dank nicht. Wir haben alles im Griff. Wir? Frau Mann ist mir wirklich eine große Hilfe. Ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Das freut mich aber, dass du dich mit ihr als neue Verwalterin angefreundet hast. Ja, sie ist das Beste, was uns passieren konnte. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie noch speisen. Ach, wir sind fertig. Was gibt's denn? Ich wollte fragen, ob noch was ansteht. Sonst würde ich nämlich Feierabend machen. Ja, das können Sie ruhig tun. Wir haben morgen einen anstrengenden Tag. Also, bis morgen. In alter Frische. Ja, bis morgen. Ihr vertragt euch ja richtig. Ja, ich habe ihr Unrecht getan, mich bei ihr entschuldigt und seitdem läuft alles prima. Ah, das klingt doch nach dem Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das übertreibt mal nicht. Das ist nicht mehr als eine Arbeitsbeziehung. Die einzelnen Gänge müssen zeitgleich serviert werden. Sonst wird die Vorspeise an einem Ende der Tafel bereits verzehrt, während sie an dem anderen noch aufgetragen wird. So, letzter Punkt. Das Abtragen des benutzten Geschirrs. Hier erwarte ich absolute Stille. Kein Klappern, kein Scheppern. Die Gäste wollen sich gepflegt unterhalten. Jedes Geräusch stört. Ich bin überzeugt, das kriegen wir perfekt hin. So, los jetzt. Dann werde ich mal nach dem Dessert schauen. Tut mir leid, ich hätte besser aufpassen müssen. Oh la la. Mein Kompliment. Aber das schöne Kostüm. Ist schneller gewechselt, als Sie die Maronencreme wieder neu zubereitet haben. Die sollten Sie übrigens auch mal probieren. Sensationell. Ich habe die Orchideen in den Gestecken mit den Vorhängen farblich abgestimmt. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Sehr schön. Und die Anordnung der Sessel habe ich leicht verändert. Weil sich hier ja auch mehrere Personen aufhalten werden. Und die neuen Teppiche geben dem Raum mehr Dynamik. Das haben Sie sehr schön gemacht. Ausgezeichnet. Ja. Ihr Cousin möchte etwas abgeben. Er meint, es sei von unermesslicher Wichtigkeit. Ja, es ist total wichtig. Gregor, bist du ein Schatz? Ja, ging nicht früher. Das diskrete Personal hat mich nicht reingelassen. Was ist eigentlich los da draußen? Kommt der Papst zum Besuch? So ähnlich. Luise, Letizia, Katharina, Prinzessin von Waldenstein, um genau zu sein. Ja, ja, nee, ist klar. Mit den einfachen Namen habt ihr es ja nicht so, ne? Entschuldigung, Sie können sich auch gerne in der Bibliothek oder im Kaminzimmer umziehen, also. Also. Keine Sorge, ich meine, Gregor hat mich schon 1000 Mal so gesehen. Das stört ihn nicht. Ja, man kann sich gar nichts erzählen, nicht wahr? Carla, weißt du noch, unser gemeinsamer Freund, der dich damals um Geld gebeten hat für sein Hobby? Der braucht jetzt nur noch 20.000 Euro. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, dass ich deinem Freund ein preiswerteres Hobby suchen sollte. Ja, mehr nicht. Ja, wer so viel Geld für sein Hobby ausgibt, der hat eindeutig die falsche Freizeitbeschäftigung. Ist das alles? Ja, ja, das ist alles. Danke. Zurückbleiben, bitte bleiben Sie zurück. Die Limousinen können jeden Moment kommen. Keine Angst, ich habe alles im Griff. Das sehe ich. Es läuft alles nach Plan. Kein Grund, nervös zu sein. Sieht man mir das an? Nur wenn man genau hinguckt. Ich fürchte einfach die ganze Zeit, dass wir irgendwas vergessen haben. Entschuldigung, zurück bitte. Und das alles wegen diesem Dämon. Das haben wir nicht, das wüsste ich. Die Prinzessin sollte seit 20 Minuten hier sein. Vielleicht ist ja irgendwas passiert. Davon wüssten wir längst. Ja, aber warum ist sie dann noch nicht da? Entschuldigung, bitte mal zurück. Weil sie ein Star ist.
Ich meine, diese Leute kommen nie pünktlich. Das wäre uncool. Das glaube ich nicht. Das ist sie. Das ist ihr Wappen. Sie kommt mit dem Heli. Wie abgefahren ist das denn? Bitte alle zurück. Schon was verpasst? Na, anscheinend ja nicht. Na, passen Sie doch auf. Meine Herren, bitte halten Sie den Sicherheitsabstand ein. Dankeschön. Zurücktreten, bitte. Bitte treten Sie zurück. Ja, ist ja gut. Danke.